Unter den Gläubigen gibt es manche, die zwischen der Sünde und dem Gehorsam schwanken. Manchmal halten sie sich an die Geh- und Verbote Allahs und manchmal übertreten sie diese. Auch wenn sie Sünden begehen, werden sie immer noch als Muslime erkannt. Es gibt unter uns aber auch solche, die nur so tun, als wären sie Muslime. Und wenn sie mit anderen sind, ändert sich ihr Verhalten. Weder der Muslim noch der Nicht-Muslim erkennt sein wahres Gesicht. Das, was er im Herzen trägt. Mit Muslimen sprechen sie auf eine beeindruckende Art und Weise. Sie benutzen plötzlich Worte, die sie sonst nie in den Mund genommen haben. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Sie sprechen von Allah und du bekommst das Gefühl, es gibt nichts, was sie mehr lieben als den Islam. Und wenn sie mit anderen sind, passt sich ihre Sprache jener Gruppe an. Sie beginnen schamlos zu sein, zu beleidigen oder zu prahlen. Es geht darum, möglichst gut anzukommen, um von jeder Gruppe profitieren zu können. Die traurige Wahrheit ist, sie sind Heuchler. Der Schaden, den sie verursachen, ist gewaltig. Sie bekämpfen den Islam und die Muslime. Sie werden sich abmühen mit allem, was sie haben. Mit Geld, Besitz, Kraft, Einfluss und Wissen. Doch Allah wird ihre Ressourcen verloren gehen lassen. Und dann wird er, subhanahu wa ta'ala, ihnen ein Ende bereiten. Die Heuchler befinden sich im untersten Grund des Feuers. Und du wirst für sie keinen Helfer finden. Die Heuchelei ist eine trügerische Eigenschaft, die sich bei den Menschen einschleichen kann, ohne es zu bemerken. Die größte Sorge des Muslims sollte die Heuchelei sein. Denn sie zerstört jede gute Tat und sorgt dafür, dass die Tat am jüngsten Tag gegen uns verwendet wird. Man umgibt sich mit guten Freunden. Seine Zeit verbringt man mit Leuten, die einen zu Allah rufen und die einen ermahnen, wenn man Fehler macht. Doch dann, wenn man allein ist, zeigt sich das wahre Ich. Plötzlich wird man träge. Man schafft es nicht mehr, seine Blicke zu senken oder man macht bewusst Dinge, von denen man weiß, dass sie haram sind. Vielleicht ist es ein Freund oder eine Freundin, von der niemand etwas weiß. Eine verbotene Liebe, Drogen oder Alkohol. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über eine Gruppe am jüngsten Tag, die zu den Heuchlern gehört. Die Heuchler erfahren erst an diesem Tag, dass sie zu den Heuchlern gehören. Und sie wundern sich sehr über ihren Zustand. An diesem Tag werden die Heuchler zu den Gläubigen sagen, waren wir nicht mit euch? Und den Heuchlern wird geantwortet werden. Sie sagen doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Ihr habt abgewartet und gezweifelt. Die Heuchler wussten im Diesseits nicht, dass sie zu den Heuchlern gehörten, obwohl sie mit den Gläubigen zusammen waren. Sie machten dasselbe wie die Gläubigen. Sie beteten, fasteten und verrichteten gute Taten. Doch das, was sie taten, wenn sie sich unbeobachtet fühlten, ließ sie zu Heuchlern beim Erhabenen werden. Meine geehrten Geschwister, uns sollte bewusst sein, dass wir uns in einem gefährlichen Zustand befinden, wenn wir uns sicher fühlen. Doch wenn wir uns fürchten, besteht Hoffnung. Al-Hasan al-Basri sagte, niemand fühlt sich sicher vor der Heuchelei bis auf den Heuchler und niemand fürchtet sie bis auf den Gläubigen.